Herr Dr. Berneburg, Sie haben eben diskutiert in einem Panel über Standorte, Regionen, aber auch über Nutzungsarten. Sie sind beheimatet in der Region Rheinland. Wie aus dem Namen schon hervorgeht, Ihres Unternehmens, ist die Region Rheinland eine Gewinnerregion oder eine Verliererregion in Covid-Zeiten? Also bei allen Diskussionen, die wir bislang geführt haben, kommen wir immer wieder zu dem gleichen Schluss, dass Homeoffice-Entwicklungen dieser Art wahrscheinlich nicht dazu führen werden, dass alle nur noch auf dem Land wohnen werden. Also der Urbanisierungsprozess, der vor der Krise losgegangen ist, ist mit Sicherheit nicht beendet. Aber wir gehen fest davon aus, dass die Metropolregionen, und dazu zähle ich das Rheinland dann am Ende des Tages, Düsseldorf, Köln, das Ruhrgebiet etc., in der Fläche, in der Breite wachsen werden. Und davon profitiert natürlich so eine Region wie das Rheinland sehr, weil da einfach viel Potenzial ist. Es hat schon eine gewisse Ausbreitung. Man kann aber jetzt mit Homeoffice auch eher mal von Dortmund nach Düsseldorf pendeln, einfach weil man nicht permanent fahren muss. Von daher, so perspektivisch gesehen, würde ich schon denken, dass es dem Standort helfen wird. Wir haben auch eben gehört, die Nutzungsarten, die besprochen wurden. Einige sind ja angeschlagen oder werden gerade kritisch gesehen. Hotel als Beispiel, Einzelhandel. Denken Sie jetzt darüber nach, Ihr Portfolio, das Portfolio, das Sie verantworten, umzuschichten oder nur lediglich zu ergänzen? Also wir haben da von der strategischen Sicht her im Moment noch keine Entscheidungen getroffen. Wir sind grundsätzlich im Moment erstmal noch mit der gleichen Strategie unterwegs wie bislang auch. Taktisch betrachtet fahren wir aber eher auf Sicht bzw. sind etwas zurückhaltend, weil wir natürlich am Ende des Tages nicht wissen, wie lange das ein oder andere Thema dauert. Nehmen wir Beispiel Hotel, ist ein sehr schönes. Vom Grundsatz her ist Hotel sowieso bei uns im Portfolio untergewichtet, aber es mögen sich ja Opportunitäten über die aktuelle Entwicklung ergeben. Und das wird natürlich davon abhängen, wie lange die Krise läuft und wie sehr die Hotelbranche davon dauerhaft betroffen sein wird. Geht das Ganze recht schnell? Warum soll es nicht wieder zurückkommen, wo wir sind? Dauert es noch eine Weile länger, dann kann natürlich aus dieser temporären Krise eine strukturelle Krise für das Thema werden. Wir sind da, um das kurz zu antworten, auf Sicht unterwegs und warten ab, wie die Welt sich entwickelt.